Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute möchte ich euch kurz ein kleines Update zu meinem selbstgebauten Einhänge-Fließfilter geben. Nun, viele von euch kennen meinen selbstgebauten Fließfilter und ich habe auch sehr viele Anfragen diesbezüglich bekommen. Und ich bin mit der Funktionsweise wirklich auch sehr zufrieden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz machen wir heute mal ein kurzes Video über eine Revision, die ich zu tätigen habe, was ich nachträglich eingebaut habe, ist hier diese weiße Führungsleiste, auf der normalerweise das Gitter aufliegen sollte. Jetzt habe ich aber beim letzten Gitterwechsel das Gitter zu lange abgeschnitten und was dann passiert ist, das könnt ihr hier ganz gut sehen, das Gitter hat sich verheddert, verhängt und ist eingerissen, auch hier auf dieser Seite. Ja, und heute werde ich hergehen und das Gitter austauschen, das heißt einfach auswechseln. Dazu brauche ich nur mir das Ende vom Gitter suchen. Das geht jetzt mit einer Hand natürlich nicht so schön, wie ich mir das vorstelle. Schauen wir mal. Da kommt das Ende. Das Gitter ist hier mit Kabelbindern endlos gemacht, mit kleinen. Die werde ich jetzt aufzwicken und mir dann einfach die neue Länge für das neue Sieb abnehmen. Wie gesagt, wichtig dabei ist, dass das neue Sieb etwas kürzer ist als das alte, damit es mir nicht wieder hier bei meinen Kunststoffleisten hängen bleibt und dadurch das Gitter, das Transportband zerstört wird. Ja, das werde ich jetzt machen und zeige euch dann das Ergebnis. Ja, ich habe mir jetzt ein neues Transportband herausgeschnitten und zwar verwende ich dazu ein einfaches Kunststoffgitter. Ich habe das, glaube ich, bei der Firma Hager bestellt im Internet, aber ihr findet da sicher auch andere Hersteller oder Anbieter. Es hat eine Maschenweite von 10 x 10 mm. Wie gesagt, diese Kunststoffgitterrolle, die ist bei mir 1 Meter breit und ich glaube 10 Meter lang war das. Und so habe ich die Möglichkeit, dass ich aus diesen 1 Meter Breite zwei Transportbänder mit 47 cm Breite herausschneiden kann. Das heißt im Umkehrschluss, wenn einmal so ein Transportband wie eben kaputt geht, dann kostet mich das ein paar Euro, ein paar Cent, fast kann man sagen, um da ein neues Band herzustellen. Um das Ganze endlos zu machen, verwende ich ganz einfach ganz kleine Kabelbinder, mit denen wird das Sieb am Ende zusammengespannt. Ja, und das ist das ganze Know-how dahinter, wie man im Prinzip dieses Filterband wechselt. Was man bedenken sollte, und das war mein Fehler, wie ich das letzte Mal das Siebband getauscht habe, ist, dass sich dieses Kunststoffgewebe unter Belastung ausdehnt. Das heißt, es wird länger. Und deswegen habe ich mir jetzt das Originalmaß vom letzten Band abgenommen, von der Länge her, und werde jetzt dieses Mal das Band 2 cm kürzer zusammenbauen oder endlos machen, einfach um dem Band die Möglichkeit zu geben, sich auszudehnen, ohne dass es mir dann wieder bei meinem Kunststoffleisten hängen bleibt. Und ich hoffe, dass das auch so funktioniert. Ich werde jetzt das Band installieren und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Ja, ich habe jetzt unser Sieb installiert. Wie ihr sehen könnt, ist das Sieb hier jetzt auf dem Filter aufgespannt. Diese schwarzen Knüppel, die man sieht, das sind die Kabelbinder und die habe ich versetzt angebracht, um hier die Zuglast aufzuteilen. Und was noch ganz wichtig ist, ein Fehler, den ich das letzte Mal gemacht habe, ist auch das Sieb richtig zu überlappen. Also bei mir ist die Laufrichtung in diese Richtung, das heißt, das Ende hier muss unten sein und das nachfolgende Sieb soll oben drauf sein. Das verhindert dann, dass sich das Sieb bei den Kunststoffleisten einhängt, was dann natürlich zur Beschädigung führt. Diese blaue Linie hier, die ich hier gezeichnet habe, das war das alte Sieb. Und zwar waren das dann zwei Reihen weniger
Das heißt, in Wahrheit hat es noch mehr überlappt und das ist eigentlich jetzt die Bestätigung dafür, dass sich diese Kunststoffsiebe doch ganz ordentlich unter Last ausdehnen. Ich würde da jetzt fast einmal 10 cm schätzen. Das heißt, ich habe das Sieb jetzt sehr straff aufgespannt. Das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz bis zum Boden runterreichen hier, wenn hier Wasser draufsteht. Ihr seht es, da ist noch guter Abstand zu den Leisten. Aber ich gehe davon aus, dass das dann in den nächsten Wochen während des Betriebes wieder so weit ausgedehnt sein wird, dass das Ganze dann unten aufliegt. Ja, wenn man das vermeiden möchte, dann muss man entweder ein stabileres Sieb kaufen oder überhaupt vielleicht ein anderes Material wählen, als aus dem dieses Sieb hier gefertigt ist. Ich weiß gar nicht, was das genau für Kunststoffmaterial ist, aber da gibt es sicher Möglichkeiten, dass man vielleicht ein anderes Gewebe verwendet, das stabiler ist. Ja, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Filtervlies wieder einzubringen. Ich schaue mal, ob ich das mit einer Hand schaffe. Es ist gar nicht so einfach mit der Kamera in der Hand. Und dann zu warten, bis das Ganze so stark verschmutzt ist, dass genug Druck aufgebaut wird und sich dieser, ja, wie soll ich sagen, Filtersumpf wieder bildet. Das dauert jetzt sicher einige Stunden, bis das wieder so stark verschmutzt ist, dass da ein Filtersumpf entsteht. Mal schauen, vielleicht kann ich euch das im Nachhinein noch zeigen, wobei im Endeffekt, ihr kennt das ja ohnehin schon von den anderen Videos. Hier im Hochbecken schwimmen derzeit einige Tosei, die noch von den letzten Jahr übergeblieben sind. Also Tosei sind es nicht mehr, das ist eigentlich inkorrekt, sind schon zweijährig, aber von der Größe her sind noch Tosei. Ja, und die fühlen sich hier wohl bei bester Gesundheit. So viel zum heutigen Video. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Wir hören und sehen uns sicher bald wieder. Euer Roland.